Naja, sieht ja nicht so gefährlich aus letzten Endes. Also zumindest mit den kleinen Viehzeugs scheinen sie keine Probleme zu haben, aber was los? Spyro, dieses Ungeziefer hier ist über unseren Hof hergefallen. Hättest du Zeit, uns zu helfen, es zu vertreiben? Bauer Grünzeug! Schlag dich zur großen Vogellampe durch und mach sie an, sodass wir noch mehr Ungeziefer, das uns überfällt, wegposten können. Naja, sie anzumachen sollte ja kein Problem sein. Zumindest in den Bruchhügeln hatten wir mit Anmachen keine Probleme, so wie es aussah, aber okay. Hier haben wir diese gelben Klumpen diesmal, so ähnlich wie die roten Klumpen, also die Lavaklumpen, die wir übrigens in Dings bekommen haben. In der Skelos-Einöde. Und natürlich müssen wir damit auch einige Kollegen, die wir weder mit Feuerstoß noch mit Hornangriff flappen können, die müssen wir eben dann damit kaputt hauen. Und natürlich, wie der Name schon sagt, Robotiker-Farm ist ganz klar natürlich eine Farm mit Robotern, mehr oder weniger. Wer hätte es gedacht? Ja, hallo? So muss das, genau. Alles klar. Nehmen wir uns hier natürlich alles mit. Das ist auch wieder so ein Level, bei dem man relativ leicht was übersehen kann, weil wir sehen es auch schon, das ist relativ groß und weitläufig. Deswegen kann das schon... Deswegen kann das schon gerne mal passieren, aber gut, dass wir hier runtergenockt wurden. Wenn auch nicht gewollt, denn dann können wir hier auch schon mal alles abgrasen. Da oben haben wir auch schon wieder so eine Biene übrigens. Da sollten wir natürlich aufpassen, dass wir uns da nicht treffen lassen. Die könnten wir auch eben, wie angesprochen, nur mit diesen gelben Klumpen, keine Ahnung, was das in dem Level sein soll, flappen. Die hätte ich auch nochmal übersehen. Wie angesprochen, da ist wirklich jede einzelne Ecke ist hier auf jeden Fall ausgenutzt in diesem Game. Was ja auch nicht verwerflich oder verkehrt ist. Hallo? Geht's noch? So, haben wir irgendwo hier einen Lavaklumpen? Das wäre nicht schlecht, weil dann habe ich den Kollegen... habe ich schon mal eine Sorge weniger mit dem, aber anscheinend nicht. Kann man nicht... Ah, Gott. Ja, okay. Klappt auch. Aber mit der gelben Klumpenmethode ist es natürlich sicherer, weil man dann eben auf jeden Fall nicht getroffen wird im Normalfall. Die machen so einen Spin-Angriff à la Crash. Kann man aber relativ leicht avoiden, wenn man einfach nur drauf zurennt eben. Und die können sich auch nach einer Zeit wieder aufrichten, ist ja klar. Dauert allerdings eine ganze Weile, wie wir bisher gesehen haben auch. Moment, hier war wieder was versteckt. Darf nicht wahr sein. Die fliegen übrigens auch ein bisschen höher, wenn ihr denen zu nahe kommt. Das ist ja immer nochmal eine Schwierigkeit bei denen. Nee, Moment, das war schon richtig so. Mit Physik habe ich es auch nicht so ganz bisher. Wie ihr schon gesehen habt. War hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Lassen uns natürlich möglichst, soweit es geht, nicht treffen von denen. Und es gibt nochmal auf jeden Fall eine Supersprint-Mission übrigens in diesem Level. Und die könnte ein bisschen knifflig werden. Und deswegen habe ich eben auch gemeint, hier gibt es eigentlich nur nervige Missionen für Kugeln. Die nervigste ist allerdings natürlich, wir müssen quasi Vogel oder jetzt so Viehzeug von den Vogelscheuchen vertreiben. Und wenn wir das nicht schnell genug machen, respawnen die einzelnen wieder. Und ich hatte da privat wirklich, ich habe es versucht, bestimmt 10 Minuten oder so, und ich habe es nicht hinbekommen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon hier drauf. Ich habe auch auf YouTube nachgeschaut und da gab es auch einen, der hatte da auch Probleme gehabt. Der hat irgendwie auch einen Schnitt gemacht. Ich weiß nicht, wie lange er dran gesessen hat, aber bestimmt relativ lange. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich doch nicht so blöd. Dafür ist es anscheinend wirklich fast unmenschlich. Kannst du mich mal durchlassen? Hier, dankeschön. Na, was? Hätte eigentlich ein Treffer sein müssen, aber naja. Ist notiert. Das dodgen wir mit unserem Invulnerable oder Invincibility Frame. Hat ja schon ihren Stachel hier ausgefahren. Und hier war übrigens auch schon genau die Mission und... Ja, dann würde ich sagen, bevor wir hier weiter Edelsteine sammeln, kümmern wir uns direkt mal drum. Kannst du mal... Oh Gott. Das ist mir gerade zu viel. Ich hau den Kollegen da erstmal weg, weil er geht mir gerade ziemlich auf den Zeiger. So. Eine Sorge weniger. One less problem you gotta worry about. Diese verflixten Vögel machen meine teuren Vogelscheuchenroboter zum Gespött. Kannst du sie jagen und abfackeln, Spyro? Ich sag's dir, die Namen hier sind super. Bauer Grünzeug und Bauer Äpfli. Vogelpest abfackeln, 4 von 5. Könnten auch 6 von 5 sein, wenn's nach mir geht. Okay. Schauen wir mal, ob's das wird. Ich glaub's nicht. Chasen wir die ersten Mal ein bisschen. Chase the Cat. Oh, 2 von 4 schon direkt. 3. Wo ist Nummer 4? Da ist Nummer 4. Wahrscheinlich war das jetzt schon zu lange und die respawnen wieder. Ich sehe es schon kommen. Na komm! Jetzt respawnen sie, oder? Ah ne, das sind 2.
Teile? Ja, okay, es sind zwei Jetzt Teile. Jetzt sind meine Felder sicher vor diesem fliegenden Ungeziefer. Nimm dieses Dings da, das ich gestern ausgegraben habe. Oder? Was? Wie? Bitte? Hä? Wie jetzt? Also... Das ist merkwürdig, weil ich dachte jetzt, okay, ne, das war jetzt so die Aufwärmphase und dann kommt es schwerer, dass die respawnen, also dass es irgendwie 6 oder so sind, aber... Okay, dann habe ich nichts gesagt, alles klar, dann war die Mission doch ziemlich leicht anscheinend. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe da wirklich 10 Minuten oder so dran gesessen, als ich privat gezockt habe und ich habe es, wie gesagt, echt nicht hinbekommen. Ich habe aufgegeben dann. Wieso war das so leicht jetzt? Das kann ich... Da gibt es dann noch eine... Oder? Komm. Nee, ich dachte, es gibt... Okay, da gibt es doch keine zwei Versionen davon. Warum habe ich mich denn so blöd angestellt? Das war ja mega easy. Na gut. Alles klar. Ich dachte eben auch, dass es auf jeden Fall nicht reicht oder so. Und dann dachte ich so, okay, als eben keines gerespawnt ist, obwohl ich zweimal einen Fail gehabt habe, dachte ich so, okay, dann sind es wohl zwei Missionen, die wir eben hier machen müssen. Also, dass dann die nächste Pest nochmal ankommt mit, wie gesagt, 4 oder 6 dann. Aber gut, wenn das so ist, nehme ich es auf jeden Fall gerne an. Aber was war denn die andere Mission hier? Ich weiß von einer auf jeden Fall mit dem Supersprint. Dafür kriegen wir auf jeden Fall eine Kugel, aber ich weiß nicht, was die dritte dann ist. Weil wir haben es ja gerade hier im Handbuch übrigens gesehen. Hier rechts unten. Wir haben 3 Kugeln in diesem Level. Huh. Wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich es sehe, dann vielleicht auf jeden Fall wieder. Ach nee, genau. Wir bekommen, glaube ich, jetzt keine Talismane. So war es. Wir bekommen keine Talismane jetzt hier, sondern wir bekommen... Auch für die Komplettierung des Levels bekommen wir jetzt Kugeln. Das war's, genau. Deswegen waren hier 3 Kugeln. Oder? Ja genau, wir haben keinen Talisman irgendwie unter Robotikerhof und über Edelstein haben wir jetzt keinen Talisman mehr abgebildet. Schattimmt. Hätte ich fast vergessen. Ja, das ist schon wieder so weitläufig hier, das heißt, hier sieht man auch wieder gerne was. Wir nehmen auf jeden Fall so gut wie alle Gegner, soweit es an unseren Möglichkeiten natürlich steht, mit. Moment, kommen wir von da hoch? Mal schauen. Ne. Das klappt nicht. Können wir auf die Mauer vielleicht sogar? Ja, ich glaube, das ist eventuell das. Von hier aus sollten wir da kein Problem haben, drauf zu kommen. Gott, die können auf den Zwille gehen hier. Hier ist natürlich eine Invisible Wall hier hinter übrigens, wie wir hier sehen. Das kennen wir auch noch aus Spyro 1 zu Beginn, in einem der ersten Level. Da gab es ja auch so eine Invisible Wall. Und ich glaube, die wurde auch ungefähr so gekennzeichnet. Oh Gott. Okay, hier ist nichts mehr anscheinend. Alles klar, dann schauen wir nochmal hier in die Mühle rein. Vielleicht müssen wir so auch weiter, aber ich glaube... Ups. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ah, Gott. Okay, Moment. Ich werde das mal diese blöde Biene da los, weil die macht mir gerade... Macht es gerade ein bisschen komplizierter, als es eigentlich letzten Endes ist. Nein. Mach deinen Pöter zurück, Junge. Genau. So. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich ein kleines Problem. Okay, gut. Das ist ja ein Glitch oder so, den ich jetzt gefunden hätte, aber zum Glück nicht. So, und tap. Ah, nee, okay. Ah, doch, wir müssen sogar da durch. Alles klar, gut. Dann ist ja alles klar. Aber hier haben wir alles mitgenommen, denke ich mal. Ja. Yep. Dann schön wieder drauf da. Ups. So. Zack. Moment, kurz so da. Abpassen hier mit der Windmühle natürlich. So. So muss das. Bitch. Schafe nehmen wir uns natürlich gerne mit. Oh, hier war sogar auch noch was. Nicht schlecht. Und übrigens, diese Felder, die wir da übrigens sehen, also die Dinger hier, die geben uns quasi jetzt einen Wirbelsturm. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben angekommen sind, dann können wir uns eben mit dem Wirbelsturm den Weg verkürzen. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Weil man dann eben nicht wieder das ganze Level quasi, also damit man nicht so krass backtracken muss letzten Endes einfach. Das ist schon definitiv gerne nett gemacht, definitiv. Nehmen wir uns hier nochmal alles mit und hier haben wir auch schon entweder das Ende des Levels oder wir haben hier die Mission. Mal schauen. Ne, das war das Ende des Levels, glaube ich. Weiter so, Spyro.
Dieses Ungeziefer wird jetzt einen Bogen um meine Felder machen. Kann ich dir eine Belohnung anbieten? Welche Felder? Ich habe hier kein Gemüse oder sonst irgendwas gesehen bisher auf dieser Farm. Also wirklich produktiv scheinen die Kollegen hier nicht zu sein, vor allem wenn sie mit Pestiziden arbeiten. Aber naja. Hier haben wir die Mission, genau. Da sehen wir auch schon unseren Supersprint und wir haben sogar ein Gefäß hier. Mal gucken. Jo, okay. Wir haben zumindest den Superpower-Punkt übrigens im Hintergrund gesehen, also wissen wir ungefähr, wo es ist. Ich fahre immer mit meinem Trecker über den Hof, aber ein idiotischer Roboter hat den Weg versperrt. Könntest du sie mit einem kleinen Supersprint umhauen? Bauer Gerstenkorn. Ich muss nochmal schauen, wie der Kollege da hinten übrigens hieß, bei dem das Ende des Levels war, weil da habe ich nicht drauf geachtet, aber der war bestimmt genauso bescheuert wie die bisher. Ja, haben zumindest noch einiges. Ja, okay, das war auf jeden Fall nichts. Wir haben auf jeden Fall einiges, was wir noch mitnehmen können. Oh, da ist übrigens auch schon perfekt. Gibt uns direkt den Weg zur Wunderlampe. Ja, okay, das ist klar, wo das ist. Das war nämlich genau hier hinten. Ziemlich dicht beieinander. Also das Level ist nicht wirklich groß, wenn man das so sieht. Zumindest laut dieser Buttel hier nicht. Das weiß ich auf jeden Fall auch noch, wo das ist. Das können wir uns auch noch holen. Sind ja auch schon Sind ja auch schon fast am Anfang des Levels wieder. Zack. Und ja, das ist die Windmühle am Anfang natürlich. Na, schade. Dachte, den kriegen wir damit. Aber ich glaube, hier am Anfang ist zumindest kein Wirbelsturm, der uns direkt... Ah, fuck. Der uns direkt eben zu dem Ende des Levels bringt, auch wenn wir schon erreicht haben mittlerweile. Ja, Moment, die Windmühle, die wir gesehen haben, die stand still. Also kann es nicht die gewesen sein, oder? Oder doch? Ich weiß gar nicht, wo der Anfang ist, ehrlich gesagt. Jo. Kein Interesse daran, sorry. Verdammt nochmal. Wir müssen weiter zurück zum... Da ist es, okay. Hab's gefunden. Sehr gut. Aber wir haben ja gesehen, auf dem Speedway, mehr oder weniger, auf dem wir den Hornangriff haben... War eigentlich doch ein... Ah ja, da war einer, okay. Auf dem Speedway, den wir haben für diese Mission, genau den hier, da haben wir ja schon ein paar Butteln auf jeden Fall gesehen. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal genügend Edelsteine, die wir einsammeln können. Wow. Reicht das? Yes. Sehr gut. Ja, nice. Hier nochmal durch. Schön den... Oh Gott, Weg frei machen. Das ist übrigens immer das Bescheuertste, hier abzuspringen. Manchmal... Oder des Öfteren klappt das einfach nicht. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich das auf jeden Fall hinbekommen habe. Ah, kommt noch hinterher zumindest, die Edelsteine. Brauchen aber schon einen längeren Weg auf jeden Fall, wenn ich hier mit Supersprint unterwegs bin. Hua! Moment. Hup. Yes! Okay. Schön gesteuert, Drache. Hm? Hier, nimm dieses Zauberding, das ich im Kuhstall gefunden habe. Na, gerne doch. Bauer Gerstenkorn und Äpfli und... Ach Gott. Die sind echt nicht mehr ganz dicht, was die Namen angeht. Also ihre Eltern haben sie auf jeden Fall geliebt. So viel ist klar bei den Namen, die sie hier bekommen haben. Das ist auf jeden Fall eindeutig. Hoffen wir mal, dass die letzten Edelsteine übrigens hier auf dem... Ja, Speedway mehr oder weniger verstreut sind. Wäre auf jeden Fall für meine Nerven auf jeden Fall angenehm. Und zack. Nice. Ein, zwei sind hier auf jeden Fall noch, das weiß ich. Und? Ah? Hoffen wir mal, dass hier noch irgendwo eins liegt auf dem Weg. Aber anscheinend nicht. Das heißt, wir haben irgendwo offensichtlich was vergessen. Lass mal kurz sehen. Ein Zehner könnte das sein, den wir hier übersehen haben bisher. Oh, sehe ich da hinten was? Ja, natürlich sehe ich da was. Es ist ein Zehner. Es ist ein Zehner. Wunderbar. Sehr gut. Das ging relativ schnell auch. Gut. Dann machen wir uns auf und schauen mal, wie die jetzt klarkommen. Ein bisschen mies ist es ja eigentlich schon, oder? Also die... Ja gut, okay, ich meine, die haben die schön mit Pestizide weggesprüht, die Farmer vorher, aber... Gleiches mit gleichem vergelten, ich weiß ja nicht. Zweimal Recht gibt noch kein Recht. Oh.
Ist trotzdem immer noch krass, wie unfähig ich übrigens war vor 2-3 Jahren oder so, als ich das Game gezockt habe. Das war ja mega easy, ey. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Mein Gott. Naja. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt als nächstes Level erstmal um Metropolis. Das war das hier? Ne, hier hinten war Wolkentempel, glaube ich. Dann war da hinten. Das sieht alles ein bisschen gleich aus. Zugegebenermaßen. Also sowohl die Höhle, die wir gerade gesehen haben, diese Eishöhle, als auch das hier. Ja doch, hier war Metropolis, definitiv. Oh, ich sehe. Ja, das wissen wir ja vom letzten Mal noch. Metropolis, genau. Ist ein Level, das mir nicht wirklich gut gefällt. Und deswegen machen wir das natürlich als nächstes. Und der Name lässt vielleicht schon verlautbaren, was hier... Oder was hier das Thema ist, dieses Levels. Ja, moin!